Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem Kanal und zu meinem Zweitkanal Exocon Raw und zu Atomic Heart, Folge 7. Ja, wir sind hier jetzt hochgekraxelt, unten aus den Tiefen der Anlage, der Facility und des Bunkers. Und so ganz ergibt sich nicht der Sinn, wieso sind wir überhaupt hier oben. Aber das schauen wir uns gleich an. Wir gehen nochmal kurz an Nora. Autorisierung. Major Nechayev. Codename P3. Gucken wir uns nochmal die Fähigkeiten an. Ich glaube, ich wollte Energie des Charakters. Genau, Waffen für bis. Also, dass wir eine Kammer, eine Energiekammer mehr haben. Das war's dann auch schon. Und. Bitte Vorgang auswählen. Waffe. Genau, das war unser Ziel auch letzte Folge, ob wir. Die Kalaschnikow herstellen können. Das hat geklappt. Wo haben wir die jetzt? Achso, die haben wir ja noch nicht drin. Ja, ja, komm, Klappe. Nee. Lager. Genau, da wollten wir hin. So, jetzt müssen wir irgendwie. Also das Ding brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und irgendwie ein bisschen sortieren. Wir haben unsere Nahkampfwaffe, wir haben das da. So, Shotgun schieben wir mal dahin. So, zack, dann schieben wir die Kalaschnikow dahin. Das geht. Die Dinger brauchen wir. Brauchen wir die? Bin mir gerade nicht sicher. Mehr haben wir nicht. Die Adrenalinkapseln schmeißen wir auch. Die Fatboys schmeißen wir auch raus. Brauchen wir im Moment auch nicht. Was wir brauchen, ist aber definitiv Munition. Munition, Munition, Munition. Wir haben hier unsere Kapseln. Also wir sind ja schon über, weit über die Hälfte des Spiels durch. Und so theoretisch, grundsätzlich sollte dann noch irgendwie härtere Gegner kommen. Pistolenmunition ist rar gesät. Ist nicht so gut. Kondensmilch. Wieso auch nicht? Wir schmeißen mal hier den Spaß irgendwo nach unten. Ach, dieses Inventar, das ist. Das macht keinen Spaß. Elektro, genau. Also wenigstens ansatzweise das hier irgendwie sortiert haben. Aber jetzt haben wir ja auch mehr als genug von den Heilkapseln. Das ist ja auch schon mal etwas. Wir nehmen noch die zwei mit. Pistolenammo bleibt halt auf der Strecke, ist halt so. Shotgun-Ammo hier auch noch hoch. Und ja noch so einen kleinen hier raus. Also, dass wir im Notfall können wir noch was. Drehen. Dann noch die große Kapsel. Und noch was. Okay, dann haben wir hier noch Wodka-Kondensmilch. Ja, für den Fall der Fälle, wenn wir noch Kaviar finden, kann die Party steigen. Dann haben wir Verbesserungen. Können wir noch irgendetwas verbessern? Zirkulationskammer, Lauf, Dominator, Dominator. Mit Feuerrate. Ja, dafür ist das Spiel eigentlich viel zu kurz, also relativ, und man bekommt diese Verbesserung nicht schnell genug, nicht gut genug, so dass man auch wirklich was Tolleres draus machen kann. Aber wir können hier Zielvorrichtung. Haben wir hier irgendetwas? Rezept erforderlich, genau. Also das mit den Rezepten, das ist so ein bisschen Pain in the ass. Wir können halt nichts, fast nichts herstellen.
Wieso können wir das erweitertes Magazin? Kartuschenwaffe. Ach stimmt, genau. Wir können Kartuschen jetzt dran machen. Also hier zum Beispiel Elektro, Kühl, ähnliches. Das können wir nicht herstellen. Das können wir aber herstellen. Dafür brauchen wir aber wieder Zeug. Dafür auch. Lauf. Mündungsbremse. Also wir können immer... Ist ja geil. Okay, er hat ja gesagt. Das war ja okay. Er hat es ja gesagt, aber trotzdem... Okay. Passt erstmal. Ist nicht so schlimm. Können wir hier noch was herstellen? Lasermodul. Haben zu wenig. Kartuschenwaffe. Auch zu wenig. Das haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Und dann unser neuer Kalaschnikow. Kolben. Das passt. Zielvorrichtung. Haben wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Die Entfernungen hier sind so gering. So, unsere Axt. Die hatten wir ja schon ein bisschen verbessert. Griff. Okay. Gut. Dann fahren wir damit. Aber immerhin, 450 Schuss, damit kann man schon leben. Lass mal erstmal abspeichern. So, jetzt sind wir hier oben, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind da aus dem Bunker rausgekommen. Aber wieso sind wir hier? Macht keinen Sinn. Also wir gucken uns nochmal hier an, weil das Ziel sagt auch, wir sollen wieder runter, 170 Meter wieder runter zurück in den Bunker. Die schmieren ab. Wir gucken uns einfach mal hier oben an, was es so gibt. Irgendwas Spannendes. Boah, viel. Wollte nicht drauf gehen. Ich finde die Pilzdinger unheimlich cool. Unheimlich cool. Das wäre bestimmt auch was Tolles, um Ferienhäuser zu bauen. Also vielleicht nicht aus Beton. Was sind das, die eine Mindestentfernung haben? Der kam um. Na komm. Also die kann man nicht leider ohne weiteres so 1, 2 und ausweichen. Das geht bei den schwarzen normalen und bei den weißen normalen easy peasy. Aber nicht bei denen.
Okay, gucken wir einfach mal weiter. Haben die unendlich davon? Hat ja nicht viel Sinn. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Oder? Irgendwo bewegt sich noch was. Ja, da. Pass auf! Was war das denn? Okay. Also da ist irgendetwas drin. Keine Ahnung, was es ist. Er sieht größer aus. Schauen wir mal später. Gucken uns das mir ein bisschen nochmal an. Wir sammeln den Scheiß ein. Den das Viehzeug hier fallen gelassen hat. Frag mich, ob man die knacken kann. Mit einem Fat Boy zum Beispiel. Aber haben wir ja noch nicht. Also ergibt sich überhaupt irgendwie mir nicht so ganz, wieso, weshalb wir hier sind. Ich glaube, da oben ist Feierabend. Wir können ja das Auto mal nehmen. Blöd, ja. Die Fahrphysik ist... Naja. Wer einfach in Moskvitsch rumgezogen hat. Ich meine, es ist cool, es scheint ja wirklich, also es gaukelt vor, eine Open World zu haben. Warte, wir waren da an der roten Kiste. Wir nehmen die rote Kiste mal mit, da wo der schwarze dabei war. Den gibt's gratis dazu. Den nehmen wir mit auf die Motorhaube. Ich glaube, er hat was verloren. Ich glaube, er hat was verloren. Ja, es war leider sein Kopf. Okay.
Ich glaube, die Tür ist in einem Po. Muku, ein Soldat. Wir fahren mal ein bisschen eine kleine Runde. How hard can it be? Irgendwie stehen hier wirklich nur rote Moskvitsch. Sehr interessant. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder dort zurück. Das müssen wir uns merken. Boah, guck mal, da ist der Steg. Da waren wir rein. Da haben wir das Ding aktiviert. Dann sind wir, dann kamen... Am Himmel ist ein Habicht. Ja, dann haben wir den Habicht runtergeholt, per Kontrolle aus dem Turm dort hinten. Da kam er runter, da sind wir mit dem Seil rein und dann war dort drin der Igel. Und der Igel war kacke. Kleinen Drecksviecher, die immer versuchen, eine Drohne zu finden. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen die Gegend an. Mal ein bisschen Sightseeing betreiben. Wenn die Entwickler sich schon so viel Mühe gegeben haben. Speichere Daten. Ist halt wirklich, dass die Welt tot ist. Also hier passiert nichts, außer den paar Robotern. Ich meine davon aus, dass wir auch nicht in das große Gebäude hier rein können. Was jetzt passiert? Lustig. Okay. Das hat das Spiel jetzt öfter gehabt. Wieso auch immer. Kann ich nicht nachvollziehen. Weil eigentlich sollte es ja keine Verbindung aufbauen, irgendwohin. Aber wer weiß das schon? Ja, es macht eigentlich null Sinn, die Welt zu erkunden, weil es ist ja nichts da. Und der einzige Grund ist, Munition zu verschwenden, die ihr dann für die Mission braucht. Also wir haben jetzt nur, um uns ein bisschen da... um zu prügeln, über 200 Schuss aus der Kalaschnikow und die Pistole leer gemacht. Speichere Daten. So, Nora. Was soll es sein, Major? Waffen.
Munition. Ja, das ist echt doof. Aber wir nehmen's. Wir nehmen's. Stellen wir das einmal bitte her. Sehr gut. Lager. Hier noch ein bisschen Munition. Kann ich das nicht drauf? Ist mich echt trollen. Ding will mich echt trollen. Ja, Trollversuch. Nehmen noch mal die Shotgun-Munition mit. Ach so, stimmt. Wir wollten ja mal Kartusche ausprobieren. Kartusche, einmal Feuer. Nehmen wir mit. So, und dann war... Genau, wir könnten, unten rechts seht ihr das, Feuerkartusche installieren. Dann wird die hier vorne reingedreht, aber ich würde es noch nicht machen. Wir warten mal, ob ein Gegner kommt, wo es sich lohnen würde. Nehmen wir die Elektropistole hier. Da ist ein Löwenzahn-Überwachungsgerät. Oh nein, das sind die brennen. Ja, die explodieren. Aber das ist cool. Das ist cool mit der... Die Musikuntermalung ist... Völlig... Super. Völlig super, wenn man das so sagen kann. Wäre dieses Spiel einfach von Anfang an so neutral gewesen. Ohne irgendwelche Hintergedanken, sonst irgendwas. Dann wäre das ein echt gutes Spiel. Und hätte eine dumme Person nicht falsche Entscheidungen getroffen, dann hätten wir auch wahrscheinlich Ray Tracing. Dann wäre es noch ein besseres Spiel. Und hätte viel mehr Unterstützung. Aber wenn man sieht, dass zum Beispiel Eagle, den Kampf gegen die Eagle, also das, was ich meinte, da die Arena, die wir vorletzte Folge gemacht haben, laut den Achievements haben nur 48% diesen Boss geschafft. Und man muss diesen Boss schaffen, um überhaupt weiterzukommen. Das heißt, viele Menschen reden über das Spiel, haben das aber gar nicht weitergespielt. Und das war ja unter 50% des Spiels. Das ist ja gar nichts. Spiel dauert ja, wenn man das Solo spielt und nicht so wie ich noch ein bisschen was nebenbei zeigt, unter 10 Stunden. Also ein relativ kurzes Spiel. Oh, das ist ungewöhnlich. Die Unterhaltung eines Lebenden mit dem Restspeicher eines Verstorbenen ist das eine, aber die Unterhaltung zweier Leichen, das ist neu. Mit mir ist alles in Ordnung. Ja, klar. Das sagen alle. Restfluktuationen. Aber ich kenne mich. Ich kann wieder nicht kämpfen. Und kann mit Bestimmtheit sagen, dass du auch tot bist, Kollege. Wovon redest du? Ich bin gesund und munter. Ach ja. Denn die Impulse, die ich von deinem Hirnimplant. Ich kann auch nicht abbrechen, so auf die Schnelle.
Ich kann nicht ausweichen und wieso auch immer das Vieh von da hinten hier hochgekommen ist. Aber das war auch vor den Patches so. Das heißt, die haben das nicht so richtig gepatcht. Wir versuchen es nochmal. Das ist ungewöhnlich. Die Unterhaltung war recht interessant. Mit dem Restspeicher eines Verstorbenen ist das eine, aber die Unterhaltung zweier Leichen, das ist neu. Mit mir ist alles in Ordnung. Ja, klar. Das sagen alle. Restfluktuationen. Aber ich kenne mich da aus und kann mit Bestimmtheit sagen, dass du auch tot bist, Kollege. Bist wohl ein Experte, was? Wir haben es hier mit einer Anomalie zu tun, die noch keiner untersucht hat. Das würde ich nicht behaupten. Wenige, ja. Und ich war zufällig einer der Forscher, die dieses seltsame Phänomen identifiziert haben. Natürlich ohne einen Vorrat an Leichen, an dem ich hätte herumexperimentieren können. Ach, was für Chancen dieser gesamte Vorfall bietet. Ich entdecke sogar noch ein weiteres, noch seltsameres Signal. Es kommt direkt von... Hey, was ist passiert? Ich vermute, sein Polymerspeicher ist plötzlich erloschen, Genosse Major. Gehen wir weiter. Es gibt noch viel zu tun. Okay. Fahren wir mal zurück. Wir kommen sowieso nicht in die Häuser. Deswegen ist die Kulisse halt wirklich tot. Also hier ist halt nichts, was sehr schade ist. Außer eben so komische Komiker. Ich hoffe, keiner hat unser Auto mitgehen lassen. Nee, da steht noch die gute alte Karre. Ja, dann krabbeln wir mal wieder nach unten. Stimmt, wir hatten ja noch hier das Polymer-Ding. Boah, kommt ihr denn wieder her? Naja. Hier haben wir das. Haben die jetzt echt alles aufgebaut, nur weil ich ein bisschen weiter weg war? Was hat das Vieh gemacht? Alban. Haben echt alles aufgebaut. Deswegen, es hat null, ihr habt nur Nachteile. Wenn ihr die Welt erkundet, habt ihr in diesem Spiel nur Nachteile. Das ist... Also die haben irgendetwas gepatcht, aber die grundlegenden Sachen leider nicht. So, wir gucken uns erst einmal hier oben das Polymer an. Ach Quatsch, wir springen mal rein und gucken, ob wir hier wieder auch rauskommen.
Ich gehe mal davon aus, nicht. Ach, das Teil. Irgendwie hat sie an die Wand geklebt. Also das soll mal einer verstehen. Ich nicht. Okay, wir gucken mal, ob Nora uns noch ein bisschen mehr Munition geben kann. Waffen oder Fähigkeiten? Waffen, meine gute, Waffen. So, wir brauchen Lager. Herstellung, Munition. Ja, du musst uns ein bisschen was hier... Danke. Gucken wir mal. Also wenigstens ein bisschen Munition haben wir. Hier auf. Und Nummer 2. Oh. Also das ist, man wird in dem Spiel für nichts belohnt. Also die Belohnung ist... Kacke. Genau falsch rum. Und schon wieder irgendetwas angeflogen. Wir müssen jetzt noch den einen. Richter.
Null Verständnis für das Design. Null. Sorry, aber das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Es hat nichts mit Herausforderungen zu tun, weil egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, ob einfach oder nicht, es macht überhaupt null Sinn. Denn das Polymer können wir nicht rein. Ich meine, klar, es hat so komische... Ja, was auch immer. Interessant. Echt interessant. Ich wette, die werden auch wieder den Großen wiederbeleben. Stockhausen, ich habe diesem ausländischen Touristen die Geheimführung durch das WDNH angedeihen lassen. Er hat alles gesehen. Ihm sind fast die Augen aus dem Kopf geploppt. Die werden vor Neid erblassen, wenn sein Artikel erscheint. Bestimmt belegen sie uns mit weiteren Sanktionen und bestellen neue Roboter. Komischer Haufen, diese Kapitalisten, oder? Nicht mal das Motorrad können wir benutzen. Eieiei. Okay, egal. Wir gehen jetzt wieder runter zurück. Das bringt hier eh nichts. Du ist das zu der Laden. Ich jetzt einfach runterspringen. Es macht halt null Sinn. Ich hatte das Gefühl, als ob da wirklich sich speichern würde. Hey, da, du hast das Zeug schon alles gekillt, da ist nichts mehr. Aber nö. Das ist extrem schade. Was sieht denn unser Waffenzustand aus? Nachladen, nachladen, nachladen. Elektro. Okay. Gut. Mach die Tür auf, Mann. Stockwerk gewesen? Ja, scheint so. Okay. Okay. Oh ja, ja, das ist hier. Die explodieren leider leicht. Gut. So, wer möchte?
ist mit dem los? Arnold, was hast du denn wieder gefressen? Oh ja, kannst du die gegenseitig sprengen, bitte? Danke. Schnellste Mehrzweck-Tauchfahrzeug der Welt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 78 Kilometern pro Stunde erreichen und zivile und militärische Missionen in einer Tiefe von... Sehen wir mal, ob das hilft. Oh ja. Yeah. Okay. Okay, wo ist jetzt dein Kopf? Mein Kopf ist da, wo er hingehört. Aber Claires Kopf müsste irgendwo auf deiner Etage liegen. Wie gesagt, irgendwas drückt mit schrecklicher Kraft darauf. Wie eine Migräne, wie ein Bagger, wie ein Berg. Verstehe ich ja, wirklich. Von deinem Gejammer bekomme ich ja selbst schon Migräne. Ich mach mich mal auf die Suche. Ich frag mich gerade, es ist ja so ein bisschen Utopie und so, also wie Bioshock. Ist denn hier so langweilig gewesen, dass sie wirklich überall Fernseher aufstellen müssen, wo diese die russischen Kindermädchen, also das Äquivalent zu Bugs Bunny sozusagen, läuft? Aber okay. Okay. Icarus Flugplattform, ja. Mach drauf. Sieht aus wie ein Irrgarten für Kinder. Das wird ein Selbstläufer. Ah, okay. So, und wohin müssen wir? Da hinten ist der. Da oben. Da ist das Loch. Okay. Moment. Mal kurz gucken. Ja, irgendwie rumkommen. Ich denn mit der Kugel raus aus dem Gebiet, weil hier ist zu, hier ist zu, hier ist zu. Ach, hier. Okay. Du bist ja ein ganz schöner Springteufel. Wie viel hat man als Kind so in sowas gespielt? Tja, und wie drehe ich dich jetzt? Cool gemacht. Also wirklich die Gegenstände, die sie selbst gebaut haben, die Assets, die sie selbst gebaut haben, die sind top. Die sind top. Nicht die Baukasten, also der Kack Moskvitsch, den sie irgendwo aus, den sie nicht mal selber gebaut haben wahrscheinlich, sondern aus dem Baukasten. Die Sachen sind echt cool. Die sind echt cool. Also auch die Bosse, die sie selber designt haben. Nein, komm zurück. Am Kulturpalast vorbei. So, jetzt müssen wir nur noch... immer in die falsche Richtung. Na komm, runter, den grünen Weg entlang. Hey, ich glaube, ich hab's. Nicht ganz.
Jetzt kommen wir weiter. So, schick. Aha! Na also, geil. Wer sagt's denn? Wir sahen im Sonnenschein. Es war ein schändlich aus. Am Wegrand kaum geborgen, auf Sand und Kieselstein, die Beine hochgestreckt, nach Art lüsterner Frauen, von heißen Giften voll. Ließ es ganz ohne Scham und frech den Leib uns schauen, dem ekler Dunst entquoll. Die Sonne brannte so auf dies verfaulte Leben, als koche es sie gar und wolle der Natur in 100 Teile. Noch irgendetwas, was ich mitnehmen kann? Also irgendwie wieder so eine Spieluhr? Alter Schwede, die quatscht wie sonst was. Ich ritz mir die Pulsadern auf, das ist echt schlimm. Da geht's weiter. Der Larven dicht gedrängt den faulen Leib beschleichen, wie ein dickflüssig Meer. Okay, wir müssen, ich will jetzt nicht runterspringen. Wir laufen jetzt hier kurz runter, holen uns den Kackkopf, laufen hoch, müssen dann über die Wolken rüber und dann ist der Ausgang auf der anderen Seite. Und ich wette, hier kommt irgendetwas Tolles wird hier kommen, oder? Chillo May, Konzeptabteilung in der Unterteilung von Anlage, weißt du, was? Okay. Oh, halt die Klappe. Ja, ich hab den Kopf gefunden. Wir müssen weiter. Charles, wie viel Zeit bleibt uns noch? Ich weiß nicht genau, aber viel ist es nicht mehr. Endlich, ich hab all ihre Teile. Hat sogar diesmal besser geklappt als vorher. Okay. Okay. Wenn einem die Nase krabbelt. Ganz schlimm. Charles, nachdem Dr. Sechenov die neuen Gamma-Konnektoren hergestellt hatte, hat er die alten Beta-Konnektoren zerstört, oder? Offiziell ja. Aber zerstört wurde nur die Technik zur Herstellung der Beta-Konnektoren. Die zwei Prototypringe wurden aus den Aufzeichnungen entfernt und gelten als wiederverwertet. Und wo sind sie jetzt? Dir ist die Lage doch klar. Derzeit weiß niemand etwas Genaues. Die Ringe könnten auf irgendeinem Labortisch liegen oder von wild gewordenen Robotern zerstört worden sein. So, können wir uns wieder irgendetwas herstellen? Dafür haben wir keine Baupläne für die letzten drei. Ja, ist halt so, mein Gott. Das interessiert mich nicht so viel. Bringt auch nicht so viel. Bastet. Schwede. Schneeball. Fuchs. Okay, wir gehen erstmal weiter. Haben wir es gespeichert gehabt? Ist das dunkel hier. Wieso wollen wir auf einmal alle an die Wäsche? Was ist denn mit euch los, Kinder? Was ist denn mit euch los? Hä? Wenn man rausfliegt, hochfliegt und erstmal. Wow, Kinder! Okay, wartet mal. Nachladen. Also wenigstens zwei loswerden. Auch anzünden? Nee. Oh wow, wie viele sind das? 2, 4, 6 haben wir noch. Fresse halten! Wartet mal. Okay.
Irgendein zerlegt. Haben wir. Also du bist mein bester Freund für gegen die Dinger. Das hat sehr gut funktioniert. Da liegen noch Bauteile. Okay. Hat ja wunderbar funktioniert. Aber... geil. Also das hat man noch nicht. Ein Absturz. Gut, ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Ich musste mich leider wieder um die Herrschaften kümmern, weil wir ja natürlich den Speicherpunkt nicht mehr hatten. Das heißt, ich bin gerade hier reingekommen in den Raum. Und die wollten alle wieder mit mir kuscheln. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin so eine Berühmtheit. Die wollten alle ein Autogramm. Wie der da zum Beispiel. Also sie konnten sich einfach nicht zurückhalten. So, jetzt gehen wir einfach nochmal speichern. Falls das Spiel wieder mal abkackt. Aber es war das erste Mal, dass es abgekackt ist. Also diese Meldung, dass Netzwerk weg ist oder sowas, das war jetzt schon öfter. Aber komischerweise nicht, als ich das Spiel im Februar gespielt habe, sondern jetzt erst im Juli. Keine Ahnung, vielleicht ist es kein Bug, ist es ein Feature oder so. Ich weiß es nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich habe jetzt die freundlichen Herren wieder rausgebeten. Die sind alle im Reich der Robotertoten. Wir stecken noch den Kopf drauf. Wenn sich die Mädels vereinen. Ich hoffe, sie knien nicht wieder vor mir. Das war ein bisschen suspekt. Okay, los geht's. Abfahrt. Also gut, den Kopf installieren. 2279910. Oh. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Danke, lieber. Alle Körperteile wurden zusammengesetzt. Und jetzt? Selbstreparatur abgeschlossen. Oh, das ist das war jetzt erst. Wir initiieren jetzt die Startsequenz. Erste Startcode-Sequenz erstellt. Bestätige, dass gruselig. Die Startcode-Sequenzen übereinstimmen. Zweite Startcode-Sequenz erstellt. Startcode-Sequenzen stimmen überein. Initiiere Wechsel des WDNH-Betriebsmodus. Neuer Modus, Militärdrill. Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, meine Damen. Danke, lieber Genosse. Genosse Molotow, ich bitte Sie. Hier ist es nicht sicher. Immer noch gefährlich? Mir wurde gesagt, es sei alles unter Kontrolle. Es gab ein kleines Problem, aber Major Nechayev... Verzeihung, ich meine, Agent P3 hat sich bereits darum gekümmert. Worum genau hat er sich gekümmert? Hier ist ja alles voller Blut. Das ist kein Blut. Das ist Farbe. Genosse Sechenov. Sie spielen da ein gefährliches Spiel. Ich grüße Sie, Genosse Molotow. Von welchem Spiel reden Sie? Sie wissen genau, was ich meine, Genosse Sechenov. Ihre lokale Störung ist in Wirklichkeit eine weltweite Katastrophe. Roboter im Kampfmodus. Zahllose Menschenopfer. Soll ich fortfahren? Aber gerne doch. Doch zunächst möchte ich wissen, von wem haben Sie diese Information? Von Wassiljewitsch Petrov, Ihrem Ingenieur. Ein hervorragender Robotiker. Ein angesehener Bürger der Sowjetunion. Das war er einmal. Jetzt ist der Gefangener Nummer 2303-85 verurteilt zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex. Auf Ihren Befehl und in direkter Verletzung des sowjetischen Rechts. Als Minister, Industrieminister, kennen Sie die Konsequenzen. Hier ist das Dekret des Generalstaatsanwalts. Der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv wird nicht stattfinden. Und Ermittlungen zu Ihrer Person werden aufgenommen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Sechenov. Genosse Molotow, könnten wir sprechen? Unter vier Augen. Glauben Sie dadurch etwas zu ändern? Schön. Treffen wir uns hier in 15 Minuten. Michael, treffen am Landeplatz. Aber sofort. Tut mir sehr leid. Nur zu, nur zu.
Haben Sie es nicht eilig, Ihren Meister zu sehen? Stockhausen wirkt sehr beflissen. Stimmt das nicht, Major? Major, ich habe Sie was gefragt. Tür verriegeln. Was soll das? Ich sagte Tür verriegeln. Ist aber sehr grell, weiß. Seh das Licht. Das Licht am Ende des Tunnels. Okay. Ein wenig suspekt. Ich hatte ja gesagt, das ist Schlumpfland. Oder Karls Erdbeerhof. Apfelkuchen. Ich kann Apfelkuchen machen. 1 von 114, doppelter Erfolg. Oh, cool. Beinchen. Beinchen sind gleich tot. Ich will den Apfelkuchen. Aua. Da kommen wir auch nicht raus. Das sieht so ein bisschen wie, als ob einer... Ach, das sieht aus wie vor 20 Jahren. Gemoddete Karten. Okay, das ist neu. Es muss ein Haarwuchsmittel sein. Okay, also ich habe auch irgendwo Füße. Okay, okay. Oder Alice im Wunderland. Könnte es auch sein. Oder Disneyland. Das Labyrinth. Oder. Gibt es viele Variationen, viele Möglichkeiten. Warte, ich will da runterfahren. Hui! Cool. Nee, da drunter will ich nicht. Das sieht aus wie eine Bombe. Ist auch eine Bombe. Es sieht wie eine Bombe aus. Es ist eine Bombe. Mit Donuts oder was auch immer da drin. Okay. Verändert sich hier irgendetwas, wenn ich irgendetwas mache? Also wir haben hier einen Pizzaofen. Naja, relativ. Habe ich alle bekommen? Hui! 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 Okay, irgendwie ist das abgedrehte Scheiße. Also sorry für den Ausdruck. Wie komme ich an euch ran? Den Apfel. Egal. Also ich würde jetzt fast behaupten, wir werden nicht 114 voll kriegen, oder? Oh, guckt euch das mal an. Wartet, wartet. Das hat nicht ganz geklappt. Das war ein Stück daneben. Nein! Oh! Das hat geklappt. Okay. 20. Aber wir können uns einen Überblick verschaffen.
Soll das irgendwie der Einmarsch in Georgien oder Tschetschenien sein? Also in islamische Republiken? Wo sie alle getötet haben, alle abgeschlachtet? Also den Willen aufgezwungen? Schwierig. Mein Liebster, okay. Strange. Also ich hoffe, das Spiel endet nicht wirklich echt komisch. Also habt ihr schon so seine Befürchtung? Kann ich hier drüber springen? Nein, ich muss das Türchen nehmen. Okay. Ist das ein T-34? Bin mir gerade nicht sicher. Könnte eventuell auch ein bisschen moderner sein. Ich bin hier. Wo gibt's hier noch Zeug? Sicher echt eine ausgetobt. Beetlejuice! Beetlejuice! Das ist die Gedankenwelt von Beetlejuice. Ich wusste es. Also hier hätte ich eins versteckt. Beetlejuice. Ja, das ist es. Beetlejuice. Ja, aber wie kommen wir jetzt an die vier Dinger, die dort hinten in diesem Kinderkletterding waren? Ich müsste irgendwie durchklettern können, aber wie? Da ist auf jeden Fall auch noch eins, das hatte ich übersehen. Hier nochmal gucken. Also für die Wissenschaft. Rein für die Wissenschaft. Ich hoffe, es ist noch nicht irgendwo eins auf dem Haus. Da oben waren wir. Aber wie kommen wir an die in dem Kletterteil? Wo ist denn das Kletterteil? Oh, auf dem Klo haben wir eins vergessen. Wir müssen echt immer drauf klettern. Das ist ja echt behämmert. Da ist auch nur eins. Sind die nachgespawnt? Okay, warte, wir müssen... Okay, das hat funktioniert. Wie kommen wir... Die Mayas machen mich wuschig komisch. Wie kommen wir an das Ding dran? Irgendetwas nutzen? Machen? Das sind jetzt 6 Stück. Da ging's durch. Ich hatte es doch genau an diesen Dingern dort und dort auch probiert. Cool. Okay. Okay, why not? Na gut. Okay, dann Apfelkuchen.
Ich meine, ich finde das cool, dass es aufploppt mit den Steam Achievements, welchen Fortschritt man macht. Oft wundert man sich, ja, ich war da jetzt durch und es ist nichts passiert. Das ist so eine kleine Hilfestellung. Aber grundsätzlich finde ich das ein bisschen doof. Gucken wir uns nochmal an, was dort was da dort ist. Da ist ja auch noch irgendwie ein... Er sieht auch aus wie ein Ofen und da ist irgendwie Feuer, glaube ich, aber keine Äpfel. Nee. Okay, dann gehen wir mal auf das U-Boot. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein echtes sein soll oder nur ein... Wasser ist hier echt komisch. Wir haben das falsch überlagert. Zack. Zack, zack, zack. Ja, Genossen. Jetzt komme ich. Ich sollte jetzt zu dir kommen. Jetzt will ich aufwachen. Willst du mich veräppeln? Oh ja, das sind ja... Wie war das? Echten Spaß gibt es nur gegen Batterie. Na komm, fahr. Aber wir müssen eh erstmal hier hoch. Aha, das ist dann der Rückweg. Okay, wir haben jetzt hier alle. Okay. Was? Also, wenn das nicht ein Affentittengeiler Kuchen ist, Apfelkuchen, Apfelstrudel, warmer Apfelstrudel mit Schlagsahne und warmer Schokosoße, also dann gehe ich auf die Barrikaden. Ich will dann den Koch sehen, den Konditor. Da verstehe ich keinen Spaß. Und kaltes Vanilleeis. Muste, gusto. Nee, wulst du? Boah. Ihr wisst schon. Ich wette, wenn ich auf der Klappe stehen bleibe, wird mich das Ding einfach wegfeuern. Einfach. Aber wir sind durch. Hallo, Madame. Wow, meine haarigen Füße. Aber wieso bin ich eigentlich immer noch so haarig? Da ist eine Tür. Um 81. Willst du mich trollen? Haben wir irgendwo welche übersehen? Also abgesehen von den Elektro-Dildos da. Warte, wir sind 87. 87, also das Steve-Achievement-Ding, das funktioniert irgendwie so semi-gut. 88. 90. Das kann sich nur um Stunden handeln. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wenn man dieses Steam Achievement Ding ist nicht dafür da, um das aktiv zu benutzen für Anzeigen. 96. So, komm. 98. Wir können jetzt schon noch schnell Wetten abschließen. 97. Oh, da ist noch eins. Der 98 ist stehen geblieben. Sag jetzt nicht, wir haben echt 99. Dann wäre ich aggro. Aber so richtig. Glück, alle Äpfel im Limbo. Aber 98, 99... Hält des Mutterlands drauf geschissen. 99, also 98 plus 1 sind für mich 99 und nicht 100. Okay, vielleicht lernen die dort was anderes in Mathematik. Keine Ahnung, will ich nicht hinterfragen. Ist jedem sein eigenes. Aber das Symbol, das Ladesymbol finde ich cool gemacht. P3, mein Junge.
du lebst. Mehr oder weniger. Genosse Sechenov! Die Regierungskommission! Sie sind tot! Molotows Leiche ist hier! Was ist mit den anderen? Wie viele Leute waren bei ihm? Etwa 15. Einige könnten überlebt haben. Find es heraus. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer hat das getan? Die Roboter kamen wohl rein. Du hattest Glück, heil zu entkommen. Genosse Sechenov, die Kommissionsmitglieder sind tot. Alle. Das ist tragisch, aber es ändert nichts. Kollektiv muss immer noch aktiviert werden. Ganz meine Meinung. Nein, Molotow! Mit dem toten Politbüro-Mitglied. Wir haben da nicht viele Optionen. Rechts, kümmere dich. Michael, gehe zur Sendeanlage und sorge dafür, dass die Regierungsleitung gekappt ist. Beeil dich. Jawohl, aber der Kreml wird einen Bericht des Genossen Molotow erwarten. Ich werde das Politbüro persönlich über diese Tragödie informieren. Schnell, Michael, wir haben nicht viel Zeit. Links, hilf ihr. Links, 2, 3, 4. Rechts, 2, 3, 4. Wie geht's dir, mein Junge? Nicht gut. Ich habe wieder versagt. Es ist einfach zu viel. Es ist für uns alle zu viel, dieses schreckliche Ereignis. Okay, also bisher wäre ich noch mit einer von denen ausgegangen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt noch die Finger rein. Komm, ganze Hand. Nur 2. Ach, das kann, ja, siehst du, so macht man das. Goldbarren. Goldini, Goldini. Das ist ein neuer Molotow.
Was war das? Ein Tribut an die Verstorbenen. Genosse Setschenow, wir haben ein Problem. Der Hauptsender wurde aktiviert. Jemand will dem Westen Informationen zukommen lassen. Wer könnte das getan haben? Es gibt nur zwei Leute, die in der Lage wären. Petrov und Sie. Petrov ist tot. Ich habe seine Leiche gesehen. Nur den Körper. Bei Petrov kam es immer auf den Kopf an. Es war sein Körper. Wie ist das möglich? Filatova. Wenn deine Komplizin eine Neurochirurgin von Dr. Filatovas Kaliber ist, dann ist wohl alles möglich. Hast du das Signal verfolgt? Petrov verschleiert seine Signatur, aber er ist sicher in einem der Wissenschaftszentren. Hast du das gehört, mein Junge? Finde ihn. Sofort. Oh, yes, Sir. Bin ich jetzt immer noch haarig? Mann, ich hätte mir gern die Knarren von den Leuten da mitgenommen. Also ich hätte den einfach nur in Säure getränkt. Was sollte das denn? Die Leiche würde man eh finden. Was meinst du genau? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie habe ich überlebt? Was war das für ein Monster aus dem roten Polymer? Wer hat die Regierungskommission getötet? Wie habe ich überlebt? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du hast auf einmal das Bewusstsein verloren, als hättest du von hinten einen Schlag abbekommen. Da war ich auch außer Gefecht gesetzt. Was war das für ein Monster aus rotem Polymer? Das war ein Neuropolymer-Datenspeicher. Ein Datenspeicher? Was speichert er denn? Leichen? Der Boss sagte, er sei ein Tribut an die Verstorbenen. Was hat das mit Daten zu tun? Da wirst du Dr. Setschenow selbst fragen müssen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Professor Sacharow auf genau dieselbe Art gestorben ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Ich dachte immer, dass Polymer harmlos sei. Na gut. Suche Petrov und kehre so bald wie möglich nach Chelomei zurück. Das wird für alle am besten sein. Charles, dieses Monster. Du weißt schon, das rote Polymer-Ding. Der Datenspeicher. Warum sieht es wie ein Mensch aus? Dr. Setschenows Idee. Er wollte, dass er sich unabhängig bewegen kann. Wozu soll sich ein Datenspeicher bewegen können? Dann läuft das Monster davon, verirrt sich und seine wichtigen Informationen gehen verloren. Es wird nicht davonlaufen. Es ist Dr. Setschenow gegenüber genauso loyal wie die Ballerina-Zwillinge. Wenn Dr. Setschenow es in die Außenwelt entlässt, bleibt es als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme immer in seiner Nähe. Sicherheitsmaßnahme? Um Leute anzugreifen? Was meinst du, Genosse Major? Warum sollte es notwendig sein, dass eine Neuropolymersubstanz, die einen Menschen in Sekunden auflösen kann, sich unabhängig bewegen kann? Schöne Scheiße. Ja, gibt einem zu denken. Hallo, Igelchen. Tja, okay. Also bevor wir jetzt hier weiter ins Auto steigen und da ungefähr die 300, 400 Meter weiterfahren, würde ich sagen, ist das das Ende von Folge 7. Und wir werden Spaß haben in Folge 8. Denkt immer daran, vorm Ende, nach dem Ende ist vorm Ende. Wir sehen uns zu Folge 8. Ein sehr komisches Spiel. Es ist nicht schlecht, hat aber viele Ecken und Kanten. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Video, auch auf dem Hauptkanal. Euer Exocron.